Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Business Spotlight. Mein Name ist Bernhard Beckers von Action Coach Braunschweig und heute habe ich zu Gast den Tim Notmann von Volkswagen Finance Service. Tim, ich grüße dich. Ja, hallo Bernhard, danke für die Einladung. Es freut mich außerordentlich, dass wir mal zusammen sprechen können. Wenn ich gleich einhaken darf, nicht Volkswagen Finance Service, sondern Volkswagen Financial Service ist der richtige Name. Ah, okay. Die Anglizisten erhalten da Ja, bei uns ganz gerne unsere Sprache. genau. Ja. Ja, schön, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Tim, erzähl uns doch mal was von dir persönlich, ne? Weil Ja. es geht ja hier um Unternehmer in erster Linie und dann natürlich Volkswagen, denke ich mal, müssen wir unseren Zuschauern hier nicht erklären, aber die Unterabteilungen oder die Unterbereiche, ne, die Fachbereiche, die sind ja doch immer wieder spannend. Und das kennt vielleicht nicht jeder. Ja, also Tim Notmann ist mein Name oder der bin ich halt eben und bin seit über 32 Jahren hier in diesem Unternehmen tätig, in diesem wunderbaren Volkswagen Financial Services. Ist eines der wichtigsten Unternehmen hier in der Region, zumindest von der Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite. Arbeiten über 6.000 Leute. Und in dieser Zeit der letzten 32 Jahre hat mir die Firma halt eben ermöglicht, viel zu tun. Diese Chancen, die sie mir gegeben haben, habe ich halt eben wahrgenommen. Zurzeit leite ich den Vertrieb hier für die Region Nordost und diese schließt sich von ungefähr Flensburg bis Kassel und dann halt eben rüber in den Osten, die ganzen neuen Bundesländer. Für diese Region in Deutschland bin ich verantwortlich, sowohl für die Einzelkunden als auch für die Großkunden. Einzelkunden wird definiert halt Privatkunden und gewerbliche Einzelkunden, die sozusagen ein oder zwei Autos halt haben. Und die Großkunden sind halt die von 10 Autos bis nach oben keine Grenzen. Und dafür bin ich hier verantwortlich. Und dieser Verantwortungsbereich erstreckt sich über 6 Unterabteilungen und insgesamt ungefähr 100 Mitarbeiter. Dafür bin ich zuständig, ne? So, und davor habe ich einige andere Stationen gehabt. Ich war zuvor 13 Jahre in der Schweiz und war dort Geschäftsführer für die Volkswagen Financial Services AG in der Schweiz. Und außerdem noch ein zweites Mandat war ich für den hiesigen Importeur, für den dortigen, das ist die AMAG, die dort den Generalimporteurstatus haben, auch noch für das Leasinggeschäft an Flottenkunden zuständig. Das waren die letzten 13 Jahre, in denen ich halt eben nicht nur Deutscher bin, sondern auch Schweizer geworden bin, auch Schweizer Staatsbürger. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil sie halt eben tatsächlich als Unternehmer oder meinen Unternehmergeist freigesetzt haben. Ich war halt dort eben alleine zuständig und hatte einen Verantwortungsbereich, das halt eben zu machen und erfolgreich zu gestalten. Und da werden halt eben Talente freigesetzt, die man vorher gar nicht wusste, dass man die hat. Das war halt sozusagen eine Erkenntnis aus der Schweiz. Ja. Schön, Und vielleicht. vielleicht, ja, Ja, davor noch, ich schön, war, ja, also schön. ganz kurz, also Ja. davor habe ich dann hier einige Sachen gemacht im operativen Bereich. Ich habe das Vertragsmanagement mal geleitet und war auch mal verantwortlich für ein Callcenter und habe außerdem noch ein bisschen Auslandserfahrung gesammelt in Frankreich. Da war ich auch 3 Jahre. Und habe mal ganz angefangen als normaler Sachbearbeiter hier in der Leasinggesellschaft 1991 und habe dann sozusagen jegliche Chance genutzt und Weiterbildung gemacht und noch studiert, um halt dann tatsächlich diese Karriere zu machen. Das ist ja wie ein Bilderbuch. Da gibt es doch so ein schönes Buch vom Tellerwäscher bis zum Millionär. Ja. Du kannst ja schon von erzählen. Ne? Ich weiß nicht, ob du Ja. schon Millionär bist, aber bist ja auf dem besten Wege dahin, denke ich mal. Das wäre schön. Das wäre Ja, schön. ja. Das wäre schön. Natürlich ist sozusagen die Bezahlung hier komplett in Ordnung. Ich will mich da überhaupt nicht beklagen. Das passt alles. Aber vom Millionär bin ich schon noch einigermaßen weg. Das Leben ist ja auch immer teurer, ne? Wenn Also du. ich kenne es zwar noch immerhin, ich war im Projektgeschäft und Erfolg war nie limitiert, aber die Erfolgsvergütung war immer limitiert. Und das ist nun Ja, mal im genau. Konzernumfeld. Aber dafür erlebt man ja andere tolle Sachen. Ja. Schön. Vielleicht noch mal ein bisschen was zu deinen Leistungen und zu deinen Produkten. Financial Service, ich sage es wieder falsch. Im Zusammenhang mit einem Autohersteller denkt jeder immer an Autos.
Gibt es bei euch Geld nur für Autos oder Finanzierung nur für Autos oder habt ihr auch andere Leistungen? Ja, also der Vertriebsauftrag ist natürlich schon die Finanzierung dieser Produkte für Autos entweder an den Kunden direkt zu bringen oder über unsere Mittler halt eben zu vertreiben, nämlich die Autohäuser, ne, und die dann das an den Privatkunden oder den gewerblichen Einzelkunden verkaufen. Und die Finanzierungs- und Leasingprodukte, die wir dafür haben, gelten halt insbesondere als Absatzförderung, ne? Dass man das halt eben auch normal sich als Privatkunde oder als Firma leisten kann, ne? Und da bieten wir halt einige Produkte neben dem einzelnen Finanzierungs- und Leasinggeschäft, nämlich auch noch Dienstleistungen, die rund ums Auto ganz einfach immer nötig sind. Also das beste Thema ist Wartung und Verschleiß oder Reifen oder GZ oder Dienstleistungen, die halt zu einem Auto halt dazugehört, nun eine Tankkarte oder eine Ladekarte oder irgendwie sowas. Ne? Das vertreiben wir halt mit den Finanzierungs- und Leasingprodukten an den Mann. Und das, was wir gerade machen, ist sozusagen Bike Leasing, wo wir Unternehmen begeistern wollen, ihren Mitarbeitern einen Benefit anzubieten. Das ist für die Unternehmen in der Regel kostenneutral. Und für den Mitarbeiter ist die Möglichkeit, ein Fahrrad günstig zu erstehen. Das hat ein paar Steuervorteile, die ganz einfach dann dazu führen, dass ich dann das Fahrrad am Ende der Laufzeit in der Regel 20 oder 30% günstiger kriege als tatsächlich der Barkauf. Und außerdem ist gesundheitsfördernd und imagefördernd für den Arbeitgeber, ne? Das muss man halt sagen. Und der Arbeitnehmer kommt halt günstiger an ein Fahrrad ran, ne? Und zwar Also wenn unabhängig, was für ein Fahrrad, ob es ein E-Bike ist oder Ah, okay. ein normales Fahrrad, das ist jedem freigestellt, genau. Also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil wenn ich Fahrrad höre, dann denke ich immer an dem, was früher mal ein Fahrrad war. Das war ja wirklich ein Gefährt für den kleinen Geldbeutel. Heute ein Fahrrad, selbst ohne E-Antrieb oder Unterstützung, ist das ein hochpreisiges Produkt und in Verbindung mit Elektrofahrrad oder mit Unterstützung, das ist ja schon echt eine Investition, das ist ja eine Größenordnung von dem, was früher ein gutes, gebrauchtes Auto gekostet hat. Das ist so. Also es ist nach oben alles offen, und die Fahrradpreise fangen ab 300 Euro an, ne, für so eine normale Tretmühle, ne. Aber es gibt halt eben auch Fahrräder zwischen 7.000 und 15.000 Euro. Und wenn ich es ganz besonders haben möchte, auch noch teurer, ne. Das ist so. Und ich glaube, das ist dem Trend geschuldet, weil viele nutzen das halt eben nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern es gibt halt auch viele Kunden, die das mittlerweile als Status sehen, ne. Also je teurer das Fahrrad ist, desto Klar. höher eben auch der Status, ja. Und da bieten wir halt eben neben dem Leasing halt auch noch eine Finanzierungsmöglichkeit. Man kann das halt auch im Fahrradladen finanzieren über eine relativ smarte und digitale Antragsstrecke, dass ich also gar keine Person mehr sehe, die mir einen Kredit genehmigt oder wie auch immer, sondern das geht voll digital und habe den Darlehensvertrag dann auf dem Handy unterschrieben, ne, und das Geld ist in wenigen Sekunden auf dem Konto des Fahrradhändlers. Das läuft schon ganz gut. Da gibt es schon Spannend. tolle Sachen. Naja, spannende Sachen. Ja. Ich würde nochmal einen Schritt jetzt vielleicht ein bisschen zurück vom Unternehmen und mehr so zu dir. Du bist eben einem namhaften deutschen Konzern unterwegs, ne, erfolgsgetrieben, sind alle Manager in den Konzernen. Was sagst du, woran denkst du als erstes, wenn du an Erfolg denkst? Oder an welcher Person denkst du als erstes? Achso, also wenn ich an Erfolg denke oder an unternehmerische herausragende Persönlichkeiten, dann fallen einem ja immer ad hoc zwei Namen ein. Das zum Beispiel Warren Buffett als Finanzguru, ne, oder Elon Musk als Unternehmer der jetzigen Zeit, der es ganz einfach schafft, als Milliardär immer neue Trends zu setzen. Ich will aber zum Beispiel mal eine Frau nennen, Serena Williams, die Tennisspielerin, die erstmal eigentlich als beste Tennisspielerin eigentlich qualifiziert ist, oder das ist halt ein großer Teil der Tennisfachwelt, sagt Serena Williams, ist halt die beste Tennisspielerin der Welt gewesen, und da wird sie auch halt auf lange Zeit bleiben. Und dies halt nicht nur auf dem Platz geschafft hat, ne? Diesen Erfolg hartnäckig und halt
durchzusetzen, sondern auch neben dem Platz. Dann halt auch eine große Erfolgsstory geschrieben hat, als afroamerikanische Tennisspielerin erste so erfolgreich zu sein. Und das finde ich eine herausragende Persönlichkeit und Vorbild für uns alle. In jeder Beziehung ist das eine tolle Frau und halt auch eine tolle unternehmerische Persönlichkeit, die halt jeder kennt. Also was ich jetzt spannend finde, dass du als VW-Mitarbeiter jetzt gerade Richtung USA schaust. Also wenn ich danach gefragt würde, würde ich beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob man den bei euch nennen kann, ich würde an Wendelin Wiedekind denken, der mich damals unglaublich beeindruckt hat. Der hat Porsche übernommen, wo Porsche total verstaubt und eigentlich gar nicht mehr da war. Und alle anderen Sportwagenhersteller waren schon längst geschluckt. Und er hat da einen riesen tollen Laden draus gemacht. Den kann man durchaus auch nennen. Der ist dann ja so ein bisschen in die negativen Schlagzeilen geraten, ja, weil er nämlich sozusagen dann als Porsche den, ja, ich sag mal, die große Gesellschaft Volkswagen übernehmen wollte. Und ich glaube ganz einfach, Unternehmertum hat auch immer was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja. Und du kommst dann halt in die Geschichtsbücher, wenn du nachhaltig unterwegs bist und sozusagen dich auch so ein bisschen selbstlos im Laufe der Zeit darstellst. Ne? Also irgendwann hast du deine Erfolge und dann musst du deine Erfolge halt eben auch nach außen verkaufen und eigentlich die Erfolge, ich sag mal, so wenn du dann 60 oder älter bist, musst du halt auch den nachfolgenden Generationen sagen, wie macht man es eigentlich? Ne? Und wenn du dann sozusagen so einen Makel hast, wie der Wendelin Wiedekind, dann gehst du mit den Makel in die Geschichtsbücher, nicht was du vorher geleistet hast. Das ist eigentlich das, warum ich den nicht nennen wollte oder konnte. Ne? Aber den Piech hast du auch nicht genannt. Entschuldige, ich bin jetzt... Piech ist natürlich ein wunderbarer Unternehmer und ich glaube, diese unternehmerischen Fähigkeiten, da hat er immer gute Leute gehabt. Er ist in erster Linie ein außerordentlicher und einzigartiger Ingenieur gewesen. Ne? Und diese, das zeichnet ja beispielsweise deutsche Unternehmen aus, also insbesondere Volkswagen oder die Automobilhersteller, dass halt immer an der Spitze des Unternehmens oft ein Ingenieur, nicht immer, aber oft ein Ingenieur ist, die ganz einfach dann halt eben diese, ich sag mal, Gewinninteressen hinten anstellen und tatsächlich das Produkt nach vorne stellen und dann halt diese guten Sachen halt eben rauskommen, wie sie halt eben aus dem Volkswagen-Konzern in den letzten Jahren und hoffentlich zukünftig auch kommen werden. Ne? Aber auch der Piech hat ja VW übernommen zu einer Zeit, wo VW verstorben war und hat daraus eine Weltmarke gemacht. Genau, das hat er aber eben gemacht durch gute Produkte, ne? Ja, in erster Linie durch gute Produkte und ja, die Innovation sozusagen für die Arbeitnehmerseite war ja, eine 4-Tage-Woche einzuführen, ohne dass der Arbeitnehmer große Verluste hatte bei seinem Einkommen. Ne? Ja. Und dann gab es noch so ein paar gute Vorzeigeideen für Unternehmen, finde ich, dass man halt gesagt hat, wir entlassen keine Leute, sondern wir gehen auf diese 4-Tage-Woche und wann brauchen wir sie wieder. Und das hat eben zu einer enormen Sicherheit in der Arbeitnehmerschaft geführt und eigentlich auch so eine Konsensstimmung zwischen Gewerkschaften und der Arbeitgeberseite. Ne? Ja. Das war schon vorbildlich, das muss man sagen, das hat Piech tatsächlich gemacht. Ja. Das ist natürlich liegt schon ein bisschen zurück. Ne? Klar, ich bin ja noch ein bisschen älter. Ja. Aber das waren so meine, ich will nicht sagen Helden, aber da habe ich schon hingeguckt, weil das war schon eine unglaubliche machtvolle Bewegung auch, die da verursacht wurde. Wenn du jetzt mal auf deine Karriere zurückguckst, ne, und blickst mal auf unternehmerische Probleme zurück, welche würdest du denn nennen, die du überwunden hast? Also unternehmerische Probleme, die aktuell sind und die wir noch längst nicht überwunden haben, ist natürlich die digitale Transformation. Ne? Also ja. Ich glaube, was wir als Unternehmer oder ich sag mal, als oder nicht nur Unternehmer, sondern als Manager in den oberen Etagen immer unterschätzen, ist, dass wir die IT-Abteilung mit den Ressourcen überschätzen. Das ist Punkt eins. Ne? Also, dass wir ganz einfach der IT viel zu viel zumuten in einer Zeit, was man nicht bewältigen kann. Ne? Also das ist eine Erkenntnis. Und dass wir diese digitale Transformation
sozusagen schaffen, wenn wir da eine richtige Einschätzung zu haben, ne? Und sozusagen unsere Erwartungen schon hochhalten, aber das über einen längeren Zeitraum umsetzen müssen. Also wir erwarten das ganz einfach zu schnell. Das ist eben eine Sache, die uns zur Zeit begleitet und, glaube ich, auch in den nächsten Jahren die größte Herausforderung ist. Und die zweite große Problem, was ich als Unternehmer halt überwunden habe, weil wir halt oft gefangen sind im Tagesgeschäft als solches, ist, dass wir ganz einfach die Kundenorientierung und die Kundenerwartung nicht richtig einschätzen, sondern dass wir glauben, wenn wir das machen, ist das für den Kunden gut und die Erwartung des Kunden ist damit erfüllt. Das ist mitnichten so, sondern wir müssen viel mehr vom Kunden her denken und dann halt eben auch mit dem Kunden zusammen halt etwas entwickeln, dann wird es auch was, ne? Also ohne Kunden irgendwas zu machen, geht meist in die Hose, ne? Das wird der ein oder andere Unternehmer bestätigen, dass man halt eine Idee, die man halt eben hat, nicht einfach so umsetzen kann, weil es vielleicht gar nicht der Kundenerwartung entspricht. Und das zusammen mit dieser digitalen Transformation, die da vor uns steht, ich glaube, das sind die zwei, wenn ich sie halt eben nennen kann, die größten Herausforderungen. Die anderen sind halt immer da. Das sind so, ist so.